Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns diesen leckeren Bounty-Kuchen und wenn ihr sehen wollt, wie ich den mache, dann bleibt dran. Ich fange an mit dem Kuchenboden für den leckeren Bounty-Kuchen und dafür verwende ich 125 Gramm Butter oder Margarine geht auch, 100 Gramm Zucker, 2 Eier, 100 Gramm Mehl, 2 Esslöffel Milch, 40 Gramm Kakao, 1 Teelöffel Backpulver und ein Päckchen Vanillezucker. Und dann können wir auch schon gleich loslegen. So, der Boden ist ganz einfach. Es ist ein einfacher Rührteig. Es kommt alles einfach in die Schüssel und dann verrühre ich es mit dem Mixer und fertig ist. Also hier die Butter, die Eier, der Zucker, Vanillezucker, dann siebe ich das Mehl rein, zusammen mit dem Kakao und dem Backpulver. Und die 2 Esslöffel Milch. Das wird jetzt alles gut verrührt. So, das war's auch schon. Der Teig ist jetzt fertig und kann in eine Springform gegeben werden. Ich verwende eine 22er Springform und den Boden habe ich mit Butter beschmiert und da kommt jetzt der Teig rein. Der Kuchen kommt jetzt in den Backofen. Den Backofen hatte ich vorgeheizt auf 175 Grad Ober-Unterhitze. Und da backt der Kuchen jetzt und im Anschluss sage ich euch die genaue Zeit. Während der Kuchen backt, kann ich schon mal den Grießbrei zubereiten. Und zwar verwende ich dafür 500 Milliliter Milch, 150 Gramm Zucker und 100 Gramm Grieß. Daraus koche ich jetzt einen Grießbrei. Der Grießbrei ist jetzt fertig, den lasse ich beiseite etwas abkühlen und jetzt kommt auch gleich der Kuchen schon aus dem Backofen und dann geht's weiter. So, der Kuchen ist jetzt fertig, er war genau 20 Minuten im Backofen. Ich mache jetzt auch noch mal eine Stäbchenprobe. Als nächstes nehme ich 200 Gramm Butter und schlage hier ein bisschen cremig. Jetzt kommen 200 Gramm Kokosflocken dazu. Das ist genau ein Beutel Kokosflocken. Und jetzt tue ich in Etappen den abgekühlten Grießbrei dazu. So, die Grieß-Kokosmasse ist jetzt auch fertig und kann auf den ausgekühlten Kuchenboden gegeben werden. Den Kuchen habe ich schon auf eine Servierplatte getan und einen Tortenring drumherum gegeben. Und da kommt jetzt, auf den Kuchenboden kommt jetzt die Kokosgrießmasse drauf. Die Kokosgrießmasse ist jetzt auf dem Kuchenboden und ich habe sie schön verstrichen und glatt gemacht. Und jetzt kommt noch eine Ganache darüber. Und zwar habe ich hier 100 Gramm Vollmilchschokolade. Da kommt 100 Milliliter heiße Sahne drauf und einen Teelöffel Palmin Soft. Und das werde ich gut verrühren und dann wird es noch über den Kuchen gegeben. Die Ganache ist jetzt auch auf dem Kuchen. Der Kuchen
wird jetzt einfach stehen bleiben, bis die Ganache ein bisschen fester bzw. kälter ist. Und dann tue ich den Kuchen im Kühlschrank und zwar über Nacht. Und morgen werde ich ihn dann anschneiden und dann werde ich euch zeigen, wie der von innen aussieht. Der Bounty-Kuchen war jetzt über Nacht im Kühlschrank und jetzt werde ich ihn anschneiden. Gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.